Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück. LS17 Stappenbach Challenge mit Werner und dem Tino. Hallo. Hallo. Na Jungs, wie ist es? Ach so, ganz gut. Das Landleben ist ein hartes Leben, ne? Was für ein hartes, wer ist ein hartes Leben? Das Landleben. Landleben ist ein hartes Leben, ja. Also, die Bauern, ich zieh schon meinen Hut vor denen, muss ich absolut echt sagen. Schon nicht so, ja. Alles nicht ohne, ne? Randy? Ja, bitte. Du bist du wieder voll ausgelastet? Aktuell mache ich erstmal mein Ding auf jeden Fall. Ja, also ich hätte ein mini kleines Feld zum Ansehen. Mhm. Moment, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ja, nee, die neuen. Ach nee, hat sich gerade erledigt. Auch nicht verkehrt. Nee, warte mal. Ganz kurz bei mir, du. Hallo, Jim. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Hallo. Das muss jetzt schnell gehen. Haben wir einen freien Mann, der mir mit dem Frontrader kurz zum Händler fahren kann und mir was auf den Hof liefern kann? Ja. Ich hau da jetzt gleich 4 Paletten hin, die müssten bitte zu meinem Hof. Und das schnell, weil der Händler schließt gleich. 4 Paletten? 4 Paletten. Einfach Frontrader. Erstmal rausschieben aus dem Händlerbereich und dann zu mir auf den Hof bringen, bitte. Ihr Hof befindet sich im Dorf, ist das richtig? Gleich in der Nähe des Händlers. Genau, gleich in der Nähe des Händlers und genau neben dem Komposter. Okay. Ja, Rechnung bitte dann an mich, danke. Der falschen Tender gegangen. So. Darf ich das zum Händler? Ja, ne? Warum soll ich jetzt für die gleiche Arbeit das Doppelte bezahlen? Welche gleiche Arbeit? Naja, fürs Dreschen. Ich habe beim letzten Mal fürs Dreschen 5,9 bezahlt. Jetzt soll ich 9,1 bezahlen? Ich kenne das Problem. Tatsächlich kenne ich das Problem. 1, 2, 3, 4. Warum sind hier nur 3 Positionen drin? 1, 2... Meine Fresse, ich bin bei Melu. Jo. Warum ist denn? Ein Stress hier ist ja unvorstellbar. Übel, Alter. Ich will auf dem Bahnhof. Ja, das ist richtig. Rein, raus. Aussteigen, einsteigen, hin, her, Wahnsinn. Aber ja, was nützt halt nicht, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Bist du immer noch an deinen Haferkeksen essen? Und der letzte ist weg. Macht die wirklich super lecker. Macht die deine Frau selber? Ja. Oh, sehr gut. Ein bisschen Honig mit drin, aber nur ganz wenig. Ah, für die Süße, ne? Ja. Kokosraspel. Boah. Da kannst du dich ja reinlegen, ne? Ja. Verkaufe einen Düngerstreuer. Ist nur das Problem. Der liebe Randy ist nicht da. Der Düngerstreuer, 24 Meter, arbeitsbreite Kuhn-Achse. Habe ich kein Interesse, ich habe einen Bretal, danke. Geh mal ganz schnell hoch, um Randy zu fragen, sonst ist der Händler zu. So, jetzt sind sie alle weg und ich kann jetzt ungestört reden. Ey, wir haben noch die Ultima gekauft. Alter Schwede, ich habe mir nicht gedacht, dass das funktioniert. Ganz kurz, dass der Loop beschäftigt, damit die Paletten rauskommen. Ich hoffe, das geht gut. Und morgens müssen wir uns dann das andere kaufen, ne? Ja, bin ich auch dafür, dass ihr euch was gleich kauft. Weißt du, was das Schöne ist, wenn keiner von euch da ist, kann ich einfach reden, ohne mich zu müden. Richtig, deswegen bin ich direkt wiedergekommen. Ach, du Schlingel. Du Schlingel. Du harter Schlingel. Naja. Was ist denn los, Randy? Die neuen EU-Preise sind Sackgang. Ja, ich hab's auch nicht. Ich hab das auch ganz stark reklamiert jetzt am Anfang, weil. Ja, fand ich nicht okay. Weil lohnt sich absolut nicht mehr jetzt, ne? Also für die nächste Woche lohnt sich definitiv nicht mehr.
Oh Gott, ist das knapp. Oh Gott, ist das knapp. Alter, wenn du eingesperrt wirst, ne? LOL! Ich lach mir einen ab hier. Sau. Und die Tore gehen zu. Alter Schwede. Aber das LU auch. Das LU ist rausgefahren, wie das Tor zuging. Oh. Alter Vater, ey. Das war, boah, das war jetzt echt eine Hausnummer, ey. Konnte den Düngerstreuer auch nur 20% auffüllen. Mehr war nicht drin. Wow. Ja, der Händler ist ein fieses Ding hier. Ich muss mal kurz das LU fragen, wen die drei verkauften Fahrzeuge da sind. Die sollen das mal zuordnen. Jo. Das hätte fast den Stress ausgeartet hier. Aber nur noch fast. Aber wenn man gefragt worden ist, was, warum die Textur so komisch nachzieht, das liegt am Sink. Ja, die Düngertextur speziell, ne? Die Düngertextur, aber auch Ansaat und so. Ja. Also von mir waren sie nicht die verkauften Fahrzeuge. Nein, nein, das ist LU. So, jetzt müssen wir das mal hier gucken. Ihr müsst bitte eure Fahrzeuge zuweisen. Ich hab keine drin. Okay. Was ist vom Tempo her, Randy? Wie die Fälle frei werden? Nee, sagen wir mal so, wenn es beabsichtigt zu lange dauert, ja, eins ist schon frei. Nicht. Eins ist ja schon frei. Wo wir gerade drauf sind, das ist eins. Ja, achso, du meinst jetzt, wenn die getrennt werden? Ja. Zwei Felder. Ja, theoretisch ist es jetzt ein Feld. Ja. Jetzt ist es ein Feld, ja. Sind ja bald dabei das eine große. Okay. Ach ja. Achso, man muss dazu sagen, ja, spoilern wir jetzt schon. Achso, ja, verstehe ich nicht. Gestern Livestream? Ja, gestern Livestream, das heißt, die Folge ist auf jeden Fall zurück. Genau, das heißt, die Folge, die ihr jetzt guckt, ist vor dem Livestream noch aufgenommen worden. Richtig. Wenn sich jetzt jemand fragt, wo oben hier noch alles rumliegt, das wird im Livestream alles weggeräumt. Wort sein. Muss ich mal kurz was nachgucken da. Wow, was auch immer der für eine Collie mittendrin ist. Eine Collie? Irgendeine Kollision. Okay. Yes. Habt ihr schon neue Investitionspläne so, worauf ihr hinarbeitet, neue, was ihr euch Neues kaufen wollt, ein Traktor, Anbaugeräte? Ich muss es ja nicht zu sehr konkretisieren, aber vielleicht kann man jetzt drüber unterhalten. Geräte, ja. Sage ich jetzt mal nein. Tatsächlich bin ich eher bemüht, einige weitere Felder zu kaufen. Okay. Mir leid, kleiner Mann. Was? Nee, das war nicht für dich, aber mir kam. Entschuldige. Mir kam gerade der mit dem Bobcat entgegen. Hast du weggerammt? Ja, das Problem war, ey, wir standen beide auf der Bremse und zwar halt mitten in der Kurve und ja. Hat er nicht gemacht. Ja, was soll ich machen? Er hat es ja auch nicht erbremst bekommen. Ja. So. Was habt ihr für Pläne? Ich habe jetzt meine, mehr oder weniger jetzt mal gesagt, natürlich nicht alles, aber einige. Also ich glaube auch, dass so feldtechnisch für mich erstmal interessant ist, ja.
Ja, also feldtechnisch wird auf jeden Fall erstmal interessant sein. Ja. Passt. Na, Randy, was machst du Schönes? Düngen. Ah, jo. Wie viele Betriebsstunden haben eure Traktoren? Zwei. Okay. Gleich sagen. Kann ich dir gleich sagen. Hörst du Melu? Ja, das ist Elu. Besser besucht aus dem Freundenhaus. Ja. Aber die werden sich freuen, endlich Freunde. Endlich Freunde. Wow. Bekommt er von Ihnen 2K? Bitte? Entschuldigung, 1,2K. Habe ich eine Rechnung bekommen? Kann ich so nicht einstellen, hatten wir schon mal das Thema. Oh, nee, du. 1,2K, ja, warten Sie einen Moment. Nee, das war falsch. Sachse. Düngen. Betrag 1,2K. Yep. 1200 auf gut Deutsch. Ja. Ist raus. Jo. Danke. Alter, schon wieder 14 Minuten vorbei. Wow, ist die Zeit hier, ne? Wahnsinn. Nachschauen. Was ist los, Randy?
Überlegen, überlegen, überlegen. Na, überlegen ist ja prinzipiell nicht schlechtes, ne? Da ist er wieder. Ja, die wollten mir jetzt hier ein Dings anhängen, ne? Ein Dings? Ja, hier in Fahrerflucht und Versicherungsschaden. Oh! Ja, ja. Wäre das eine Sache für Strafgericht? Das weiß ich nicht. Aber eigentlich glaube ich nicht. Ach so. Ja, ist natürlich nicht unmöglich, dass das LU auch das Strafgericht wäre, ne? Also prinzipiell muss man ja ganz klar sagen, ist ja alles eine Sache für Strafgericht. Das stimmt. Ne? Weil die müssen ja in die Entscheidung da. Prinzipiell kann man natürlich alles zum Strafgericht geben. Ja, die Frage, wie viel die ja dann zu tun haben. Aber die haben ja Zeit, so ist es nicht. Die haben Zeit, ja. Frage ist dann nur, wo fängt dann die Korinthenkackerei an? Ich glaube, wir kommen nicht mehr zum Arbeiten. An den AS Schlappenbach 2 sinnlos auf mein Feld rumsteht, weil der Abfahrer fehlt. Oh. Und ist das jetzt unser Ding? Nee, oder? Dein Ding ist es nicht, das ist ein Ding zwischen mir und dir. Ach so, ja, die Strohsache, ne? Ach so, ja, ja, der ab. Ach so, Entschuldigung. Ich habe ja nicht. Ich habe ja nicht prophezeit, das ist. Ja, ist egal, du. Naja. Der ist so von da. Aber guck mal, 2,4 Feldern sind. Fertig. Royal Slanster. Das kleinere von den zweien. Das ist richtig. Wenn man es als Gesamtes sieht. Also du bekommst ja auch, ich sag mal so, ein ganz klein wenig Zeit kann man da schon einräumen. Ich weiß, dass sich das aufhält, aber das Geld für das Stroh ist natürlich auch immens. Also wenn man das reine Stroh sieht. Und wie gesagt, es geht sofort weiter, also sofort. Alles unterwegs. Wenn die nur so als gechillter und gelassener Dude. Ja, gechillt und gelassen, alles schön und gut. Man geht halt nur ums bewegte Bild. Immer um den Baum rennen. Genau. Und nebenbei noch Witze über Freezy's Mom machen, ich weiß schon. Oh. Da will ich mich mal jetzt nicht reinhängen. Alles klar. Oh, ist das eine Luffengruppe, Alter? In Pferderstedt. Okay, am Big Bad. Ja. Na gut, der braucht an sich nur 300 PS oder so, aber. Ach, nur, ja, gut. Ich hab grad nichts anderes. Ja, aber du hast auch 300 PS, oder? Deine? 200. Nee, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Der 8000er? Ja. Hat er nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Aber ich. Gab's aber keine Konfiguration vom Motor, ne? Nein. Aber ich habe auch gesehen, dass du in anderen Projekten auch diesen Traktor verwendest. So schlecht kann er nicht sein. Ganz ehrlich, ich finde ihn klasse. Ich fand den auch richtig gut, wo du den gekauft hast. Habe ich gedacht, okay, nice. Bin sowieso auch ein JCB-Fan. Muss ich auch dazu sagen. Also Fan und JCB sind so schon die Favoriten. Obwohl auch Klaas sehr weit vorne ist bei mir. Ja, Klaas ist nicht so mein Fall. Ich muss aber dazu sagen, dass ich leider wahrscheinlich insgeheim ein Fan von allen Traktormarken bin. Denn auch dieses so interne kleine Gestiche mit Deutsch und Fan, das wir ja praktizieren. Ich finde tatsächlich, also stand schon vor diesem Deutz PTV Warrior, diesem Black Warrior. Ja. Das ist schon sehr geil, ne, von der Optik. Ja, das stimmt. Ja. Macht schon guten Eindruck alles. Kann man nicht anders sagen. Machen wir den Feld, ist fertig komplett. Zwei Felder, 86, 87. Na wunderbar. Ja. Was mache ich jetzt hier? Mal ganz kurz nach oben. Dass wir jetzt in 15 Sekunden abgehakt haben, ist zu weit dran. So.
Ja. Ja. Da sind sie. Da ist der Manus, der Übertier. Da ist er wieder. Benner? Ja. Der fährt gerade so ein Chasey Bebop-Kette bei dir in den Hof. Ja. Warte mal, da steht drauf Amazon Prime. Ja. Ohne Exzellenzleid. Ja. Ja. Ist das für dich? Ist für mich. Ja, der hat mir das gerade in die Hand gedrückt. Der hat gefragt, ob ich hier unterschreiben soll. Ja. Ob ich unterschreiben kann. Das der säuft auch heimlich. Soll ich das jetzt annehmen oder nicht? Nee, lass nur weitermachen. Die bringen das zu meinem Hof. Aber den will er jetzt wieder mitnehmen, hat er gesagt. Ah, du sollst das mitnehmen, ist kein Problem. Hier liegen auch so komische. Ohne Excellent Edge 3600. Sieht aus wie Rollen. Ja, ist auch meins. Alles meins. Okay. Wahnsinn, was Amazon heutzutage alles liefert. Ja, die wollen sogar Weihnachtsbaum mitliefern. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ja, Tino-Strafe ist nicht vergessen, bevor da jetzt wieder der Enrage losgeht. Verschieben wir auf die nächste Season. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.